Und damit Servus und Moin. Ich denke, jeder, der dieses Video hier gerade schaut, erinnert sich sofort an das hier. Natürlich, die Rede ist von dem 10-jährigen Timmy Turner, der seine Zeit mit Elfen einfach mal totschlägt. Doch wie sieht's mit der Serie heutzutage aus? Werden noch neue Folgen produziert? Oder ist die Serie bei den Sargträgern gelandet? Das und mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Aber nun ja, erstmal muss ich etwas klarstellen. Was die meisten sicher wissen ist, dass die Serie nicht eben Timmy the Turner oder sowas in der Art hieß, sondern Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Das ist klar. Aber jetzt wird's noch ein bisschen verrückter. Denn im Englischen hat das Ganze irgendwie überhaupt nichts mit dem deutschen Namen zu tun. Im Englischen heißt die Serie nämlich The Fairly Odd Parents, also sowas wie die ziemlich seltsamen Eltern. Das Interessante hieran, finde ich, ist, dass die Serie dadurch einen ganz anderen Touch bekommt, da dann irgendwie wohl die Eltern im Vordergrund stehen, die eben, ja, nicht so ganz koscher sind und nicht eben die helfenden Elfen Cosmo und Wanda. Warum die Übersetzer nicht einfach auch die ziemlich seltsamen Eltern als Übersetzung genommen haben, ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. So, der Name ist jetzt erstmal erklärt, aber welche Hauptcharaktere gibt es denn noch? Außer Timmy Turner, Cosmo und Wanda und Timmys Eltern. Ich habe mir gedacht, ich habe es mal ganz schnell für euch parat. So wären das einmal Chester McBabbat, AJ, Trixie Tang, Babypoof, Mark Chang, Mr. Crocker, Vicky und später dazu kamen dann Chloe Carmichael und Sparky. Merkt euch diese Charaktere, vor allem die letzten beiden, da sie jetzt gleich nochmal ihre Erwähnung finden werden. Kommen wir dann nun aber erstmal zu der Handlung. Ja, was passiert denn mit den ganzen Charakteren? Ich habe mir ein paar Folgen doch mal angesehen und nach einigen Ansehen kann man den Ablauf für jede Folge eigentlich ziemlich gut zusammenfassen. Meistens ist es so, Timmy hat ein Problem in seinem jetzigen Zustand. Gib's auf, du kommst eh nicht dran, weil du so ein Winzling bist. Um seinen Zustand zu verbessern, wünscht sich Timmy dann etwas, sodass das Problem sich zunächst in Luft auflöst. Na los Leute, ich wünsche mir erwachsen zu sein. Durch seinen Wunsch entstehen dann jedoch noch größere Probleme, die am Ende dazu führen, dass Timmy den Zauber wieder rückgängig macht. Schnell, wünsch dir was! Ich wünsch mir wieder ein Kind zu sein! Und diese Leier wird jede Folge immer mit anderen Problemen abgezogen. Doch werden wir mal ein bisschen historisch und beschäftigen uns einmal mit den einzelnen Folgen bzw. den einzelnen Staffeln. Die ganze Idee ist im September 1998 gestartet, jedoch war die Serie zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht so, wie wir sie heute kennen. So wurde das Ganze nur als 7-minütige Miniserie in Oh Yeah Cartoons ausgestrahlt. Das ist eine Sammlung mit verschiedenen Kurzzeichentrickserien, die damals auf dem amerikanischen Nickelodeon-Sender lief. Davon gab es dann aber nicht nur eine Pilotfolge, sondern am Ende 10 Folgen, die alle ca. 7 Minuten lang waren und sich vor allem mit Vicky, Cosmo, Wanda und Timmy beschäftigten. Nach 3 Jahren als Miniserie hat The Fairly Odd Parents dann aber auch endlich ihr Debüt als richtige Serie gefeiert. Die ersten 5 Staffeln können wir mal eben im Schnelldurchlauf durchgehen. Die erste Staffel ging nämlich in Deutschland am 27. Januar 2003 mit der ersten Folge los und dauerte bis zu Staffel 5, dem 28. Februar 2009 an. Warum sage ich jetzt nur die erste bis 5. Staffel? Weil zum einen die ersten 5 Staffeln nur vom Sender Super RTL ausgestrahlt wurden und zum anderen in diesen Staffeln noch keine wirklich neuen Hauptcharaktere eingeführt wurden. In Staffel 6 allerdings ändert sich das schlagartig. Direkt in der ersten Folge namens Zauberhafter Nachwuchs kommt Babypoof ins Spiel. Danach kommen erstmal ein paar Staffeln mit Babypoof als neuen Hauptcharakter und dann reicht es natürlich immer noch nicht und es kommt der Hund Sparky in Staffel 9 Folge 1 mit in die Partie. So, 9 Staffeln, das ist jetzt schon eine ziemlich große Anzahl, also kommt da jetzt noch mehr? Die Antwort ist ja, allerdings dann eben wieder mit einem neuen Charakter natürlich. Und zwar ist dieser Charakter eben Chloe Carmichael. Und jetzt gibt's noch eine Staffel 11? Nein. Nach Staffel 10, welche mit der letzten Folge Schickimicki am 21.02.2017 ausgestrahlt wurde, ist Schluss. Die Gründe sind hier mehrere, aber vor allen Dingen 2 Hauptgründe habe ich mir dafür einmal rausgesucht.
Zum einen hat Butch Hartman, der Erfinder und Autor von Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, von Nickelodeon im Jahre 2018 sich verabschiedet. Für die Gründe hat er auch ein YouTube-Video hochgeladen, welches heute noch ansehbar ist. Die Kurzfassung ist jedoch, dass er findet, dass es jetzt die richtige Zeit ist, Nickelodeon zu verlassen, um eben andere Dinge zu verfolgen. Des Weiteren ist euch aufgefallen, dass die Serie sich natürlich extrem verändert hat, vor allen Dingen durch die neuen Hauptcharaktere, die eben dazugestoßen sind. Und bei den Hauptcharakteren liegt eben auch das Problem. Denn eigentlich war die Serie schon nach Staffel 5 abgesetzt. Allerdings wollte sicher Nickelodeon, dass es weitergeht, und so wurde dann Babypoof hinzugefügt. Später sollte es wieder weitergehen, dann kam Sparky und schließlich Chloe Carmichael. Die Zuschauer haben das sicher immer noch akzeptiert. Allerdings, wo dann Chloe Carmichael kam, eine perfekte Figur, die gar keine Probleme hat und einfach so plötzlich in der Serie da war, haben die meisten aufgehört, die Serie weiter zu verfolgen. Durch die ganzen zugefügten Charaktere merkt man einfach, wie ausgelutscht diese Serie eigentlich schon war und Nickelodeon nur noch versucht hat, die Serie in die Länge zu ziehen. Auch Butch Hartman hat zum Hinzufügen von Chloe Carmichael gesagt, dass es nicht die beste Idee ist. Nickelodeon bestand allerdings darauf. Und was lernen wir daraus? Ja, man kann sagen, dass die Serie ruiniert wurde. Das ist eigentlich ziemlich schade, denn sie hatte super viele Fans. Das Problem war eben, dass am Ende die finanziellen Aspekte höher als die Qualität der Serie gezählt hat. Und das darf doch eigentlich nicht sein, oder? Munter bleiben!